being able to witness this situation was very, very difficult, very unbelievable. It's just, the word is unbelievable. I am Cesar Despuli. I am from Spain and I am a photojournalist. Wir sind hier bei Oberübergharge und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder Satellit des Fotografie Award Hellerau sind. Und ganz besonders freue ich mich, dass Cesar Despuli hier bis April ausstellt. Ulrike Lerchel hat das Porträtsprojekt von Beginn an begleitet. Ich kann mich noch an unsere ersten Sessions in dem Konferenzraum erinnern, wo wir eigentlich erstmal das ganze Projekt auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, was können wir hier machen, wie können wir so ein anspruchsvolles Projekt in Dresden gemeinsam schultern. Und da hat sie uns sehr, sehr geholfen. Und es ist eigentlich wunderschön, dass sie jetzt auch inzwischen eine Satellitengalerie geworden ist. Und umso schöner, dass dieses Jahr sie mit einem fantastischen Händchen einen der Preisträger herausgesucht hat, in der Satellitengalerie ausgestellt zu sein. Cesar Despuli hat sie künstlerisch ausgesucht und die ganze Jury hat hinterher ihn als zweiten Preisträger der Hauptausstellung festgelegt. Und hier haben wir eine Konzentration auf Cesar und das tut auch seinen Bildern, seinen Werken sehr, sehr gut. Ich bin sehr berührt von der Serie. Das ist eine wunderbare, künstlerisch ganz, ganz starke Serie. The Passengers series was taken in 2016. I was on board of a rescue vessel in the Mediterranean. I did different works on photography, and one of them was this project that was photographing every person inside of the same boat. It's a total of 118 portraits of every person, with the idea to give them an identity and speak about this topic and about this migratory world in a different way. Ist kein leichter Stoff, den wir hier zeigen. Und es ist die ungewöhnlichste Ausstellung, die wir je hatten. Die Themen, die Cesar Despuli hier in unser Büro bringt, sind sonst auf großer Distanz nur zu erleben. Hier können wir uns der Sache nicht entziehen. When I saw this whole situation, I couldn't believe that was real. Of people are put in those boats in completely insane situations, very risky, with high possibilities of just falling in the water and disappear forever. And this is happening every day, and this keeps happening, and it seems like it will keep happening for a while. Wenn man das sieht, welches persönliche Schicksal hinter den statistischen Zahlen liegt, wenn Namen dastehen, Herkunftsländer oder ein Alter, dann gehen wir alle anders damit um. Und ich denke, jeder wird seine eigene Haltung dazu finden. Und diese Haltung zu zeigen, ist ganz wichtig, denn das hat etwas mit Menschenwürde zu tun. I think showing the pictures here shouldn't affect the message. The message is the same. It doesn't matter the place where the pictures are shown. But at the same time, it's very interesting for me the fact that this is an agency and the kind of people who pass by here are mainly clients who are working on the business sphere. And the interaction they can have with these pictures will be probably different to the one that could happen in another place. And I'm curious to see. To get some feedback about it. Ich lade Sie herzlich ein, zu Oberübergharge, sich die Ausstellung anzusehen, sich selbst berühren zu lassen und sich dem Thema auszusetzen. Sie werden es nicht bereuen.